Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Russland darf ihn aber auch nicht verlieren. Denn man demütigt keine Atommacht, dann weiß man nicht, was passieren wird. Und Gauland hat die Parallelen gezogen zwischen dem Wiener Kongress 1815, also die Neuordnung nach den napoleonischen Kriegen, wo man Frankreich eben als gleichberechtigten Partner akzeptiert hat und hineingeholt hat, und Versailles 1919, wo eben Deutschland gedemütigt wurde. Und man ist gut beraten, eine Schraube runterzudrehen und in Richtung Verhandlung wieder zu gehen. Und das passiert im Moment nicht. Und das macht mir wirklich Angst, denn ich bin kein ängstlicher Mensch, sonst wäre ich nicht Unternehmer geworden, sonst hätte ich nicht das gemacht, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Aber das Risiko einer Ausweitung bis hin zum Atomkrieg ist deutlich gestiegen. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztok TV.